What's up? Einen wunderschönen guten Nachmittag heute zu diesem spontanen Live, in dem ich einfach mit dir, ja, eine der geilsten Sachen von Builderall 4.0 teilen möchte. Ich weiß, dass aktuell sehr viele Leute mitbekommen, Builderall 4.0, was ist da jetzt schon wieder? Ich habe Builderall schon mal gehabt. Ja, ich werde dir einfach in diesem Video zeigen, eine kurze Sneak Peek, ja, eine kurze Preview, einen kurzen Einblick einfach darauf hin, was meiner Meinung nach das absolute Highlight von Builderall 4.0 ist. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja. Es sind hier natürlich mitten am Tag nicht so viele Live-Zuschauer da, ist aber kein Problem. Seid nur so lieb und lasst mich ganz kurz wissen mit Hashtag Live, dass ihr live zuschaut und vielleicht auch eine kurze Info, ob man mich hören kann. Okay, vor allem, ich habe hier ein neues Setup heute, habe hier wieder mein gutes, geliebtes Blue Yeti Mikrofon angeschlossen an den Mac und hoffe, ich überfordere ihn hier nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, das sollte alles passen. Also eine kurze Info bitte, ob man mich gut hören kann, und im Grunde lege ich hier einfach mal direkt los. Yo Roli, liebe Grüße zu dir nach Linz. Oder wo auch immer du gerade bist. Ja, Urlaub gibt es ja, glaube ich, keinen mehr. Okay. Ihr Lieben, ich gebe euch hier einen kurzen Einblick, warum Builderall 4.0 für dich ganz wichtig ist. Ja, wenn du Builderall schon hast, dann freu dich einfach drauf, genieße es, arbeite damit. Wenn du Builderall noch nicht hast, ja, dann ist dieses Video für dich, denn ich werde dir eben in diesem Video zeigen, wie du wirklich selbst komplexeste Funnels mit einem Klick erstellen kannst. Ja, und das ist schon mal hier wirklich eine ziemliche Hausnummer. Wir reden hier wirklich davon, mit einem Klick zu erstellen. Okay, es gibt da draußen verschiedene Tools, mit denen du in der Lage bist, wenn du einen Funnel aufbauen möchtest. Ja,
dass du diesen Funnel vorher einfach grafisch aufzeichnest. Ja? Wenn du jetzt da stehst und sagst, okay, was ist ein Funnel? Ist einfach nur eine Abfolge von verschiedenen Seiten mit dem Ziel, einen Kunden zu einer gewissen Aktion zu bewegen. Ja? Sei es jetzt, sich in einem Webinar anzumelden, sei es, sich ein E-Book runterzuladen und danach in den Kaufprozess hineinzugehen, was auch immer. Es gibt verschiedene Arten von Funnels. Das Problem ist, dass man auf der einen Seite sich wirklich Gedanken machen muss, okay, was will ich mit dem Funnel erreichen? Wie baue ich ihn auf? Wie soll er ausschauen? Also welche Seiten brauche ich dafür? Und wie kriege ich das Ganze dann wirklich umgesetzt? Ja, und vor allem dann, wenn du wirklich anfängst, komplexere Funnels zu verwenden oder zu bauen oder bauen zu wollen, im Bereich, sag mal, Webinar-Funnel, ja, wo du verschiedene Tools brauchst, wie vielleicht E-Mail-Marketing, die Webinar-Software. Vielleicht willst du nach dem Webinar oder im Webinar etwas verkaufen, dann brauchst du eine Verkaufsmöglichkeit, einen Checkout. Ja? Wenn jemand dein Produkt gekauft hat, möchtest du vielleicht, dass er direkt einen Termin danach mit dir vereinbaren kann, also eine Buchungskomponente. Du brauchst einfach verschiedene Tools, um das so abzubilden, wie du kannst, möchtest. Ja? Und selbst wenn du es im Kopf hinbekommst, ja, auf dem Blatt Papier hinbekommst, bei der Technik scheitern, ja, muss man dazu sagen, scheitern eigentlich dann, ich glaube, 90% aller Anfänge. Und ich werde dir zeigen, warum Builderall 4.0 für dich genau die richtige Entscheidung ist, denn diese ganze Technik, ja, dieses ganze Kopfschmerzen verursachende, kannst du mit heute komplett schmeißen, weil es nicht mehr wehtut. Gibt keine Kopfschmerzen mehr und ich werde dir in diesem Video genau zeigen, warum. Ich werde versuchen, mich heute ganz, ganz kurz zu halten. Es soll wirklich nur darum gehen, dass du grob erfährst und siehst, welche Möglichkeit Builderall 4.0, das jetzt am Sonntag, also letzte Woche schon weltweit offiziell gelauncht wurde und jetzt am Sonntag im Grunde gelauncht wird im deutschsprachigen Raum, warum du eigentlich jetzt nicht mehr drum herumkommst. Okay? Gut, ich werde jetzt hier einfach mal meinen Bildschirm teilen und ich hoffe, man kann mich noch sehen. Ich sehe hier gerade, ich bin ein bisschen groß. Also wenn wir uns hier mal ganz kurz ein bisschen kleiner machen. So, und ich denke, das sollte jetzt genügen. Sehen darf man mich noch immer. So, davon abgesehen, dass wir einiges an neuen Tools jetzt reinbekommen haben, möchte ich mir jetzt ein ganz spezielles Tool rauspicken, das du mit Builderall 4.0 mit der aktuellsten Version erhältst, nämlich den sogenannten Cheetah Funnel Builder. Okay? Cheetah Funnel Builder ist ein Tool, ich will gar nicht groß drum herum reden, sondern ich werde es dir einfach ganz kurz zeigen. So, wir laden das Ganze jetzt und kommen hier direkt in das Dashboard hinein und ich möchte jetzt hier einen neuen Funnel erstellen. Okay, also klicke ich jetzt hier drauf, vergebe einen Namen und sage jetzt einfach mal BA40 Test Funnel. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, ja, einfach her damit. Okay, also einfach mal in die Kommentare hineinschreiben und ich bin dann gerne im Anschluss noch für euch da. So, ich gucke mir jetzt einfach mal hier irgendeine Vorlage raus, gehe auf Funnel erstellen und jetzt passiert Folgendes. Es kommt jetzt hier ein Bildschirm mit dem Hinweis, starte, fang an. Okay, und ich klicke jetzt hier drauf und jetzt müssen wir Folgendes bedenken. Ja? Ein Funnel ist was anderes wie eine Website. Aber man muss sich auch bei einer Website Gedanken darüber machen, okay, welche Seiten brauche ich, wie soll das Ganze aufgebaut sein, etc. pp. Viele heute verwenden nur noch One-Pager aus verschiedenen, teilweise auch sehr guten Gründen. Aber gerade wenn ich ein Angebot habe, wo ich was verkaufen möchte, wenn ich ein Angebot habe, wo ich jemanden in den Member-Bereich holen möchte, wo ich jemanden in ein Webinar holen möchte, etc. pp., muss ich mir einfach Gedanken machen, wie mache ich das. Ja? Und man packt hier nicht alles auf eine Seite, sondern macht das Schritt für Schritt. Okay? Und du hast hier verschiedene Möglichkeiten, deinen Funnel zu bauen. Und zwar haben wir hier einfach mal grundsätzlich die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, okay, wir haben hier verschiedenste Tools, verschiedene Seiten, mit denen wir anfangen können und unseren Funnel bauen können. Okay?
Ich persönlich möchte jetzt aber hier in dem Fall einfach mal die Blueprints vorstellen, ja? Denn hier hast du wirklich die Möglichkeit herzugehen und du siehst, dass anhand der Grafiken diesen Blueprint zu laden. Was bedeutet das jetzt? Du hast die Möglichkeit herzugehen und aus verschiedenen Kategorien zu wählen, ja, ob du jetzt einfach nur Leads einsammeln möchtest, ob du was verkaufen möchtest, die Leute in ein Webinar holen möchtest, etc. pp. Und ich in meinem Beispiel möchte jetzt einfach ein Webinar hernehmen, okay? Also hole ich jetzt mir einfach mal einen Funnel her, und zwar einen ganz einfachen Webinar-Funnel. Und da klicke ich jetzt einfach drauf. Und jetzt siehst du, jetzt wird mir das Ganze hier angezeigt, okay? Und das Schöne ist jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier einfach eine grafische Oberfläche, wo ich jetzt einfach via Drag and Drop das Ganze so anordnen kann, wie ich das möchte. Hier möchte ich jetzt in keinen anderen Funnel gehen. Das lasse ich jetzt einfach mal. Und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte das ganz, ganz einfach haben, okay? Das heißt, ich habe hier eine Registrieren-Seite, ich habe hier ein Formular zum Eintragen, ich habe einen Warteraum und den Webinarraum, okay? Und wenn man da jetzt hier einfach mal draufklickt, dann habe ich hier die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, okay, Registrierung, ich kann das Ganze jetzt umbenennen, okay? Und das ist in dem Fall auch die Homepage. Ich habe hier einen Warteraum, also schreibe ich das jetzt hier auch her, Warteraum. Und ich habe hier den Webinarraum selbst, okay? So. Und ein wirklich ausgeklügelter Funnel wäre jetzt natürlich noch ein Vielfaches aufwendiger mit weit mehr Seiten, aber das wird hier heute den Rahmen einfach sprengen, okay? Worum es mir geht, ist jetzt Folgendes. Du bist vielleicht jetzt schon in der Nische oder in der Branche tätig und stehst da und sagst, okay, das kann ich ja mit Funnelytics auch machen oder das kann ich mit Gero machen oder im schlimmsten Fall sogar mit einer Excel-Datei, ja, hier jetzt einfach aufzeichnen, okay, was brauche ich, ja. Und da bin ich auch völlig bei dir. Ich gehe in der Zwischenzeit mal auf Speichern. Bin ich völlig bei dir, das kannst du. Was du mit einem anderen Tool schon schwerlicher kannst, ist herzugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Webinar-Registrierungsseite, okay, und wir gehen jetzt da nochmal zurück, können uns die auch einfach mal jetzt im Vorfeld anschauen. Ja, ist eine ganz einfache Seite, die du jetzt noch anpassen könntest. Aber was wir jetzt hier gesehen haben, und jetzt habe ich zu schnell zugemacht, wir haben hier natürlich ein E-Mail-Marketing-Formular, wo wir die Leute an Bord holen. Okay, und dieses E-Mail-Formular müsstest du jetzt normalerweise mit deinem E-Mail-Provider verknüpfen und müsstest schauen, dass das im Nachgang auch hier in den Funnel kommt und auch miteinander funktioniert. Was wir jetzt hier aber machen können, ist, wir klicken jetzt hier einfach auf dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Anmeldeformular, okay? Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir jetzt hergehen und sagen, ich habe ja eigentlich bei Builderall schon E-Mail-Marketing inkludiert, okay? Und in diesem E-Mail-Marketing habe ich verschiedene Listen und ich habe jetzt die Möglichkeit, direkt von hier aus auf mein E-Mail-Marketing-Tool von Builderall zuzugreifen und mir werden hier alle meine E-Mail-Listen angezeigt, okay? Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir eine dieser Listen auszusuchen. Ich nehme jetzt hier mal einfach eine Testliste, nehmen wir hier mal die. Okay, ich könnte auch hier eine komplett neue Liste erstellen, möchte ich jetzt aber nicht. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, ich habe hier eine direkte Verknüpfung zu meinem E-Mail-Marketing-Programm. Ich kann jetzt hier hergehen und sagen, okay, wenn sich jemand eingetragen hat, dann kommen in den Warteraum. Ich kann sagen, wenn jemand seine E-Mail bestätigt hat, komm in den Warteraum. Ich könnte jetzt auch noch eine andere Seite machen, will ich jetzt aber nicht. Abmelde-URL könnte ich noch machen, ist mir jetzt alles zu viel, das mag ich noch gar nicht. Okay? Zusätzlich kann ich jetzt hergehen und kann sagen, ich lade jetzt alle meine E-Mail-Kampagnen, wenn ich denn welche habe. Okay? In dem Fall habe ich hier noch keine zugefügt, also sage ich jetzt einfach mal Reminder E-Mail Sequenz. Okay? Schickt das jetzt an alle neue Leute, die sich hier in meine Liste eintragen und ich möchte denen 3 E-Mails gesamt schicken und gehe hier auf Speichern.
Und was jetzt passiert ist folgendes, du siehst das schon, es hat sich jetzt hier eine Kampagne erstellt, die ich hier jetzt gerade im Grunde angelegt habe. Jetzt will ich das mal ein bisschen kleiner machen und hier auch ein bisschen hochschieben. Und zusätzlich wurden jetzt hier auch 3 E-Mails erstellt. Ja? Jetzt stehst du natürlich da und sagst, ja klar, die wurden erstellt, die wurden natürlich nicht erstellt, weil das ist ja nur ein Mockup, also eine grafische Darstellung. Okay? So, und dann sage ich, und das ist der Grund, warum du, wenn du es noch nicht hast, Builderall brauchst. Denn das hier ist jetzt nicht nur die grafische Darstellung, sondern ich kann jetzt hier draufklicken und sagen, okay, ich möchte das Ganze bearbeiten. Und mit bearbeiten meine ich, ich klicke jetzt hier oben auf E-Mail bearbeiten und habe jetzt hier meine Willkommensnachricht, wo ich jetzt hier meinen Text, meine E-Mail, meine Grafiken etc. einbinden kann. So, das gleiche mache ich natürlich mit der zweiten E-Mail. Die bearbeite ich jetzt ebenfalls. Sage jetzt hier Willkommensnachricht Nummer 2. Und hier habe ich die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, ich bearbeite jetzt hier die Willkommens-E-Mail 3. So, hier habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, da hatte ich vorhin nicht richtig geklickt. So, jetzt. Da haben wir jetzt die Sequenznachricht 2 und hier haben wir die Willkommensnachricht 1. Okay, also du siehst, wir haben jetzt hier 3 E-Mails erstellt. Und mit erstellt meine ich erstellt. Wir haben jetzt hier 3 E-Mails, wir sind hier direkt in MailingBoss drin, in unserem E-Mail Autoresponder. Wir haben jetzt hier wirklich diese E-Mail erstellt. Gut, jetzt haben wir einen Warteraum. Was passiert in diesem Warteraum? In diesem Warteraum habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach mal drauf zu gucken, mir die Vorschau anzuschauen, was soll denn da rein oder was ist denn da? Aha, da haben wir Platz für ein Video, okay, da geht's weiter, perfekt. Alles gut, da brauchen wir jetzt einfach mal nichts machen, das machen wir dann im Anschluss. Aber wir haben hier einen Webinarraum. Und dieser Webinarraum ist ganz, ganz wichtig, weil in diesem Webinarraum wird ja dann unter anderem mein Webinar angezeigt werden. Und das habe ich hier. Und wenn ich da jetzt draufklicke, ja, steht hier jetzt Webinar, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, auf URL abrufen zu klicken und komme jetzt hier direkt in meine Webinar-App von Builderall und habe jetzt hier die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Webinar. Okay, jetzt hole ich mir hier die URL, klicke da drauf, gehe wieder zurück und füge die direkt ein. Was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe jetzt hier ebenfalls eine Verknüpfung zu diesem Webinar. Und jetzt stehst du da und sagst vielleicht, okay, okay, ist ja alles noch gar nicht so schlimm. Dann sage ich dir, wir sind noch nicht am Ende, obwohl wir schon langsam zum Ende kommen, weil ich dieses Webinar, dieses Live hier wirklich nicht extrem lang machen möchte, sondern ich möchte einfach nur zeigen, was möglich ist, okay? Wir haben jetzt also hier das Ganze grafisch abgebildet. Wir haben hier eine Verknüpfung zu unserem Webinar. Wir haben hier eine Verknüpfung zu unserem E-Mail-Marketing-Formular und wir haben hier schon E-Mail fertige E-Mails erstellt. So, die Besonderheit jetzt hier ist, dass ich, nachdem ich jetzt hier nochmal auf Speichern klicke, jetzt in diesem Fall auf Funnel erstellen klicke. Ich klicke jetzt hier auf Funnel erstellen. Und das Folgende, was jetzt passiert ist, ich bekomme jetzt hier ein Pop-up, da steht jetzt Funnel erfolgreich erstellt. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann führt mich das Tool direkt in meinen Cheater Site Builder und du siehst jetzt, dass wir hier, wir gehen jetzt hier auf Abbrechen, du siehst jetzt, dass wir hier einen Funnel haben und dieser Funnel nennt sich BA4.0 Test Funnel. Das ist genau der Funnel, den ich hier erstellt habe, bestehend aus 3 Seiten. Und wenn man jetzt hier einfach nochmal auf Veröffentlichen geht, wir die Seite einfach mal live schalten und uns das Ganze jetzt hier anschauen, dann gehen wir hier auf Aufrufen, dann siehst du hier,
dass wir hier direkt ja, die Seiten haben, die wir hier gerade erstellt haben. Okay? Genau das gleiche Design, genau das gleiche Layout. Hier haben wir unser Webinar, was wir schon eingebunden haben. Und wie du siehst, hier wurde direkt das Webinar schon importiert. Ja, das heißt, ich habe hier direkt schon mein Webinar drin. Und ich habe die Möglichkeit, das Ganze jetzt einfach nur innerhalb von Jita anzupassen, indem ich jetzt einfach hier auf Seite bearbeiten klicke und einfach hier das Ganze, ja, via Drag and Drop mit Klick etc. hier einfach anpasse. Okay, indem ich hergehe und sage, hallo beim Super Webinar. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sollte die Liste Test 1, 2, 3 verknüpft sein. Okay. Und wir klicken jetzt einfach mal drauf und schauen uns an, wo hier diese Liste ist. Du siehst, die ist blau hinterlegt. Das ist also direkt wirklich schon mit meinem E-Mail-Marketing-Programm hinterlegt. Und das, ihr Lieben, ist hier wirklich eine komplette Weltneuheit. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur die Möglichkeiten, den Funnel zu designen, grafisch abzubilden, zu überlegen, was braucht man, was braucht man nicht, etc. pp., sondern wir haben hier wirklich die Möglichkeit, mit einem Klick das Ganze, nämlich die komplette technische Seite, den kompletten technischen Part mit einem Klick zu erledigen, ohne uns zu überlegen, nachdem wir Seite für Seite für Seite für Seite manuell gebaut haben, ja, und dann jetzt überlegen, boah, wie kriege ich jetzt hier mein E-Mail-Marketing rein? Wie kriege ich jetzt hier das Webinar rein? Etc. pp. Wir haben das hier direkt fertig. Mit einem Klick. Das heißt, egal ob du jetzt, wieder groß, ja, egal ob du jetzt Anfänger bist, und einfach noch nie mit dieser Thematik zu tun hattest. Oder ob du jetzt da stehst und sagst, hey, ich bin schon Profi, ja, und meine Funnels sind aber mal richtig komplex, ja. Bau, bilde, mache so viel du möchtest, denn genau das kannst du mit Cheetah machen. Und du hast jetzt hier den Vorteil, gerade wenn du erfahren bist, gerade wenn du wirklich Profi bist, herzugehen und zu sagen, du machst diese ganzen Funnels, du baust diese ganze Technik, um ein, was weiß ich wie vielfaches, schneller zu machen als vorher. Das Schöne hier ist jetzt folgendes, dass ich jetzt hergehen könnte und sagen könnte, wir laden das Ganze jetzt einfach mal nochmal. Denn was du jetzt gesehen hast hier oder was du jetzt hier siehst, ist, jetzt wo wir das Ganze veröffentlicht haben, sind hier neue Punkte hinzugekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, uns Statistiken anzuschauen und zu schauen, hey, wie viele Leute haben auf meine Seite zugegriffen, welchen Browser haben die verwendet, von welches Betriebssystem, ja, du siehst jetzt hier eben direkt Desktop, Chrome und Mac, ja, weil ich der Einzige bin, der hier gerade drauf zugegriffen hat. Du siehst hier die Daten in Echtzeit. Du hast hier die Möglichkeit, wenn sich jemand mit diesem Button hier, ja, wenn sich jemand hier einträgt und Warteraum etc. pp., dass du hier in Prozent genau siehst, wie viele Leute von 100 Leuten, die jetzt auf die Seite kommen, wie viele tragen sich ein, wie viele kommen ins Webinar. Das heißt, du hast dann hier eine klare Prozentangabe, dass du genau weißt, okay, wo habe ich vielleicht einen Nachholbedarf? Und du hast die Möglichkeit, hier anhand einer Simulation deinen kompletten Funnel durchzuspielen, ja, indem du hergehst und sagst, okay, ich rechne mit so und so viel möchte ich in Ads investieren, ein Lead wird mich circa so und so viel kosten, wie viele Verkäufe werde ich machen, was ist der Preis etc. Das heißt, du kannst hier deinen kompletten Funnel durchsimulieren und einfach schauen, ob sich das mit dem deckt, was du dann wirklich auch hast und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt aber hergehen und sagen, du, eigentlich möchte ich vom Webinarraum weg, ja, oder vom Webinar weg, möchte ich eigentlich jetzt hergehen und, ja, ich möchte hier einen Checkout reinmachen, ja, dann klicke ich hier einfach drauf, gehe ich zum Sales-Prozess und sage ich, okay, ich möchte hier meinen Checkout einbinden. Ja, dann klicke ich jetzt hier drauf und sage, okay, vom Webinar aus gibt es einen Checkout. So, da mag er jetzt gerade nicht. So, jetzt. Vom Webinar aus gibt es einen Checkout, okay? Beziehungsweise, nein, wir machen das anders.
ich möchte vom Webinar aus, möchte ich einen speziellen Deal haben. Okay, also nehme ich jetzt hier den sogenannten Tagesdeal. Nein, gefällt mir auch nicht, will ich auch nicht. Ich will hier eine richtige Sales Page haben. Okay, kommen wir einfach mal zur, ja, nehmen wir eine Sales Page. Okay, gut. Nehmen wir eine Sales Page und da haben wir dann den Checkout. Vom Webinar haben wir die Sales Page. So, und hier haben wir jetzt den Checkout. Okay, bedeutet, ich habe jetzt hier die Möglichkeit mit dem Rechtsklick, ja, den Checkout direkt das Produkt hochzuladen, ein Bild hochzuladen. Wir verkaufen jetzt eine Makropuppe. Lorem Ipsum, bla bla bla. Und der Preis ist 1600, was auch immer. So. Hier könnte ich jetzt noch ein Bild hochladen, will ich jetzt nicht machen. Dementsprechend lassen wir das jetzt einfach mal weg. Aber jetzt haben wir Folgendes. Wir gehen jetzt hier auf Speichern. Wir haben jetzt hier eine neue Seite hinzugefügt. Ja, und ihr wisst genau, wir haben jetzt hier aktuell 3 Seiten. Okay? Was wir jetzt also machen können, ist, wir können jetzt hier auf Funnel synchronisieren klicken. Und jetzt fragt er mich, okay, was will ich jetzt machen? Ja? Möchte ich jetzt Seiten in die eine Richtung transportieren, in die andere Richtung? Also sage ich, okay, im Funnel, also in Cheetah habe ich jetzt nichts gemacht, aber ich habe hier im Funnel Builder was gemacht, und zwar den Checkout und die Sales Letter Page. Also klicke ich jetzt hier einmal drauf, jetzt fügt er die neue Seite hinzu, dann klicke ich nochmal drauf und füge den Checkout auch noch hinzu. Und im Checkout wird jetzt ein richtiges Produkt erstellt, im Super Checkout und so weiter. Aber was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte jetzt hier einfach mal Cheetah aktualisieren. Und ihr seht, wir haben jetzt hier unsere Sales Letter Page. Okay, ich publische einfach nochmal neu. Klick hier nochmal drauf und sage hier einfach, heiliger Bimbam, hier ist mein Angebot, hier ist mein Checkout. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt einfach das Ganze so anzupassen, wie ich das möchte. Bedeutet, wir haben jetzt hier nicht nur die Möglichkeit, ihr Lieben, einen Funnel aus einem Blueprint heraus mit einem Klick zu erstellen, sondern wir haben auch die Möglichkeit im Nachgang, wenn wir sagen, oh, da hat was gefehlt, oh, wir müssen noch was anpassen, egal ob du das jetzt in Cheetah direkt machst oder in unserem Funnel Builder, einfach die Seiten zu synchronisieren, dementsprechend die Statistiken anzupassen, die Statistiken zu sehen, einfach kleinere Updates, Änderungen etc. zu machen, und kann euch damit nur sagen, ihr Lieben, das ist eine richtig, richtig geile Sache, und es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt ein solches Tool weltweit. Kein zweites Mal. Ja, ist einfach ein Fakt, und ich denke mir, die Tatsache dafür, dass man hergeht und sagt, okay, dieses Tool gibt kein zweites Mal, kann man ja mal ganz groß jubeln. Denn das ist eine unserer Neuheiten mit Builderall 4.0. Funnel-Erstellung wirklich einfach gemacht. Okay, egal ob Anfänger oder Profi, als Profi arbeitest du einfach weit, weit schneller. Okay, so, jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Punkt, denn das allein ist schon mal eine tolle Sache, aber wir haben jetzt am Sonntag den Launch von Builderall 4.0. 4.0 deshalb, weil es einfach eine neue Version ist, eine neue Hauptversion, wo du viele, viele neue Tools, viele, viele neue Features etc. mit dazu bekommst. Und wie gesagt, eines davon ist, und das ist wirklich das Hauptprodukt, glaube ich, aber es ist wirklich der absolute Burner, ist unser Cheetah Funnel Builder. Ja, wir haben aber zusätzlich viele, viele neue Tools im Bereich Buchungs-App, im Bereich des Webinars, im Bereich von Social Proof, im Bereich von Video-Hosting, unsere Design-Resource und so weiter und so fort. Ja. Was ich aber am genialsten finde, und da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz rein und euch das zeigen, ist einfach der Punkt, dass ich hergehe und sage, wir hatten im Vorfeld des Launches, hatten wir den Punkt, dass wir darstellen und sagen, okay, es gibt ein Spezial, denn Builderall hat nicht nur viele, viele neue Tools an Bord geholt, sondern auch neue, professionelle und fertig designte
Funnels. Und jeder, der bis zum offiziellen Launch gejoint ist, hat damals ein Upgrade bekommen auf diesen sogenannten Funnel Club. Und den möchte ich jetzt ganz kurz zeigen, denn der Funnel Club bedeutet nichts anderes. Hier geht es nicht nur um irgendwelche normalen Seitenvorlagen, sondern wir reden hier von verschiedenen Funnels, die für dich fix fertig sind, okay? Zum einen haben wir natürlich Builderall-Funnels, womit du Builderall promoten kannst. Wir haben verschiedene Nischen-Funnels für lokale Unternehmen. Wir haben Lead-Capture-Funnels, mit denen du Leads einsammeln kannst. Wir haben Agentur-Funnels, mit denen du als Agentur dein Business promoten kannst. Einfach nicht mehr über eine normale Website, weil das macht heute kein Schwein mehr, sondern eben über einen Funnel. Wir haben verschiedene Chatbot-Funnels, ja, es gibt 30 neue Chatbot-Funnels, also für einen Facebook-Messenger-Bot, ja, wo du wirklich komplette Funnel und Sequenzen schon hast. Und es gibt auch den Cheetah-Funnel-Builder, wo wir gerade drin waren. Das Schöne hier beim Cheetah-Funnel-Builder ist einfach, dass wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dass wir auf eine spezielle Seite kommen, wo du siehst, welche verschiedenen Vorlagen wir haben. Und zwar mit Vorlagen meine ich optische Vorlagen. Ja? Das heißt, wir haben verschiedene Funnels im Bereich des Business einfach. Wir haben verschiedene Funnel im Vorlagen für Coaches. Ja, wenn wir jetzt einfach mal drauf gucken, dann siehst du hier vom Lead Capture Funnel über den Reverse Squeeze Funnel, Lead Magnet Funnel, Bridge Funnel, Ask Funnel, also Fragen Funnel, Video Sales Letter Funnel, Video Sales Letter Funnel, Simple Sales Letter Funnel, Membership Funnels. Oh mein Gott, es sind so viele verschiedene. Webinar-Funnel sehen wir hier auch. Hier haben wir sogar einen Webinar-Funnel mit Membership schon. Ja? Das heißt, du klickst hier drauf auf diesen speziellen Funnel Blueprint. Ja? Der öffnet sich direkt in deinem Funnel-Builder-Account. Okay, es dauert einen kurzen Augenblick, bis alles geladen wird. Und jetzt siehst du hier schon, bekommst du einen komplett fertigen Webinar-Funnel an die Hand, wo du jetzt auch nur noch hergehen musst und sagen musst, okay, du musst dir da gar keine Gedanken mehr machen, sondern du klickst da jetzt einfach nur durch, benennst die Dinge um, gehst auf Erstellen und der komplette Funnel ist fix fertig. In diesem Fall mit der Vorlage des, wo sind wir hier drin? Gehen wir mal hoch, Coaches. Okay, also jedes Thema hat ein eigenes Design von der Farbgebung, von den Grafiken etc. Also du kannst hier wirklich mal durchspielen und schauen und das ist eine richtig, richtig geniale Sache. Ja? Zusätzlich haben wir hier und du erstellst diese ganzen Funnels mit einem Klick, ja, das ist unglaublich. Zusätzlich haben wir hier eben noch verschiedene andere Funnels, ja, wo ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen möchte. Wichtig ist hier nur einfach eine Sache. Dieser Funnel Club, und da muss ich jetzt mal ausmachen, ja, dieser Funnel Club ist ein Spezialplan. Okay, und bei diesem Spezialplan zahlst du normalerweise, seit dem 1. Oktober gibt es den, und da seitdem zahlst du standardmäßig dafür 179 Euro einmalig, bekommst dafür 400 solcher fertigen Funnels und Funnel-Vorlagen und Funnel-Mockups und Chatbot-Funnels kostenlos mit dazu. Okay? 179 Euro einmalig und dafür hast du die, dafür hast du das erste Monat auch gratis und zahlst danach ganz normal deine 59 Euro für all unsere Tools. Okay, und wenn du wissen willst, was all unsere Tools sind, ja, ich werde hier direkt im Anschluss einen Link noch reinposten in die Beschreibung, wo du dir das Ganze einfach anschauen kannst. Okay, also eine Minute nachdem das Video fertig ist, findest du diesen Link hier im Video. Was jetzt aber wichtig ist, ist Folgendes. Wir befinden uns mit jetzt eigentlich schon im Oktober vom 1. jetzt bis 31. in einer sogenannten Launch-Phase. Okay? Wir haben jetzt am Sonntag das deutsche Launch-Webinar, wo ich dir wirklich alles nochmal im Detail zeige. Ja, nicht so schnell und hip-di-hap wie hier, sondern wirklich im Detail, was dich mit Builderall 4.0 erwartet. Und das Schöne und Wichtige ist jetzt Folgendes. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, ja, mit jetzt meine ich nicht jetzt gleich, ja, ich empfehle es dir, denn da gibt es noch das ein oder andere Zuckerl oben drauf, was du dann merken wirst, aber wenn du dich entscheidest, innerhalb der nächsten 2-3 Wochen Builderall zu holen, mit dem Premium-Plan um 59,90, wo du alle 40 Tools und Features in nahezu unlimitiertem Ausmaß, ja, dir holst,
geben wir dir diesen Funnel Club komplett gratis mit dazu. Das heißt, du hast die Möglichkeit, mit diesen Funnels nicht nur, wenn du möchtest, Builderall zu bewerben, auch zu promoten als Affiliate. Du hast die Möglichkeit, zu lokalen Firmen damit zu gehen und zu sagen, hey, ihr Lieben, gehen wir eine Ebene weiter, gehen wir weg von der Website, gehen wir hin zum Funnel, zum Sales Funnel, zum Lead Magneten, wo du deinen Kunden spezielle Angebote geben kannst, E-Mail-Adressen einsammeln kannst und so weiter und so fort. Du hast die Möglichkeit für Kunden, die zu dir kommen und sagen, hey, ich brauche einen Funnel, diese Funnel-Vorlagen herzunehmen und eben auch so zu erstellen und dann dementsprechend auch, weit weniger Zeit aufwenden musst und trotzdem aber extrem professionelle Funnels fix fertig von uns hast. Ja, wir reden hier, wie gesagt, von 400 Vorlagen und Seiten. Das ist unglaublich, okay? Und mit heute oder mit jetzt bis Ende Oktober hast du die Möglichkeit, wenn du dir deinen Builderall Premium Plan holst, 59,90 monatlich, wo du im Grunde alles ohne Limitierung inkludiert hast, das heißt, kein Limit bei Webseiten erstellen, kein Limit bei E-Mail-Marketing, bei Leads-Generierung, keine Limitierung bei Online-Kursen, keine Limitierung bei Webinaren, die du machen kannst, keine Limitierung bei Terminen und Terminkalendern, die du erstellen kannst, keine Limitierung bei, ich habe keine Ahnung, ja, es gibt eigentlich nahezu keine Limitierung, ja, wo du wirklich hergehst und sagst, okay, du hast alles dabei, was du für dein Business brauchst, ja, dann kann ich dir sagen, hol dir den Premium-Plan, 59,90, und ich gebe dir diesen Funnel Club komplett kostenlos mit dazu. Ja? Das kann ich nicht nur machen, weil ich der Marco bin, ja? Sondern das kann ich machen, weil Builderall und der CEO sich gestern entschlossen hat, wisst ihr was, eigentlich wollten wir den Launch wirklich feiern und eigentlich soll jeder die Möglichkeit haben, den Funnel Club zu nutzen. Und deswegen müsst ihr aktuell keine 179 Euro bezahlen, sondern ihr kriegt den ganz normal und gratis zu eurem Builderall Premium Account hinzu. Okay? Ihr Lieben, für dieses Video war's das. Okay, ich wollte euch hier jetzt einfach nur zeigen, wie einfach es ist, einen Funnel zu erstellen, ohne sich um die Technik scheren zu müssen. Ja, ihr habt gesehen, es ist super einfach. Ihr klickt, das Ding ist da, alle Seiten sind da, die Verknüpfungen sind erstellt, die E-Mail-Liste ist erstellt, der Super-Checkout ist erstellt, also der Produktverkauf und. Ihr habt gesehen, ihr könnt die nachträglich noch bearbeiten und auch in die Statistiken mit aufnehmen und so weiter. Und für den Fall, dass du noch nicht an Bord bist, ja, für den Fall, ich rede zu viel da. Für den Fall, dass du da stehst und sagst, okay, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, aber ich finde es geil, dann lade ich dich herzlich zum deutschen Builderall 4.0 Launch Webinar jetzt am Sonntag, den 11.10. um 11.10 Uhr ein. Link folgt in der Beschreibung und da werden wir dir wirklich zeigen, was du mit Builderall bekommst, was sich mit Builderall 4.0 alles geändert hat. Wir werden mit viel mehr Detail auf die neuen Tools, auf die neuen Features mit eingehen. Und ich persönlich freue mich da sehr, wenn du hier dabei sein möchtest. Ja, wenn du jetzt sagst, boah, das ist unglaublich, ich hole mir das jetzt direkt. Ja, herzlich willkommen, Link findest du auch gleich unten in der Beschreibung. Hol dir deinen Premium-Account, bekomm den Funnel Club komplett gratis mit dazu. Und das Wichtige ist, du sparst dir eigentlich nicht nur die 179 Euro, die du jetzt im ersten Monat bezahlen müsstest, sondern der Funnel Club kostet regulär 89 Euro, 99 Dollar, 89 Euro pro Monat. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Premium-Plan zu holen für 59,90 inklusive Funnel Club, du zahlst keine 179 Euro, du zahlst keine 89 Euro, das heißt, du sparst dir auch monatlich nochmal 30 Euro, das sind 360 Euro im Jahr, zusätzlich nochmal, wenn du jetzt die Entscheidung triffst und einfach sagst, okay, ich bin an Bord, ja. Wir haben eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie für den Fall der Fälle, glaub nicht, dass das passieren wird, aber du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, ist doch nichts für mich, ja. Gib bei uns keine Knebelverträge. Wenn du Fragen hast, hast du jederzeit die Möglichkeit, mich direkt zu kontaktieren. Und ich persönlich empfehle dir, gerade jetzt, wenn du noch so kurz vorm Überlegen bist, ja, ich werde jetzt bis Sonntag jeden Tag noch ein kurzes Video mit einem speziellen Tool raushauen, dann
solltest du jetzt definitiv hier auf Abonnieren klicken, die Glocke klicken, damit du die Benachrichtigung bekommst, wenn ich wieder live gehe. Und ja, ich kann dir sagen, Bilderall 4.0 ist der absolute Burner. Selbst wenn du Bilderall vor 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahren, ja, na, 4 Jahre sind wir noch nicht da, aber circa 3,5 Jahre, ja, schon mal angeschaut hast, ja, und es war Rotz für dich, ja, dann stimme ich dir zu, es war wirklich noch lange nicht das, was es hätte sein sollen. Heute ist da aber ein ganz, ganz großer Abgrund dazwischen, ja, da ist schon ganz, ganz viel passiert und ich kann dir sagen, und ich glaube, das siehst du ja auch an den Screenshots und an dem, was ich dir heute gezeigt habe, dass Bilderall 4.0 eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Ich freue mich mega auf deine Kommentare, wenn du Fragen hast, einfach her damit und werde jetzt einfach nochmal, bevor ich weggehe, ja, hier rausgehe und beende, gucken, ob hier irgendwelche Kommentare gekommen sind oder irgendwelche Fragen. Aber das gibt es doch nun auch auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, wann die Frage war und was die Frage war, aber ich sage jetzt einfach mal, ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist die Steff, wenn ich das richtig sehe, vom Bild her, vom Foto her. Ja, also von der Seite, ich freue mich, dich auf der anderen Seite in unserer Community begrüßen zu dürfen. Ich freue mich für dich, wenn du noch nicht ganz sicher bist, ja, wenn wir uns am Sonntag im Webinar sehen. Und ich freue mich von dir zu hören, wenn du Fragen hast, okay? Wie gesagt, ich habe es jetzt vor 27 Sekunden schon mal gesagt, aber ich kann dir nur empfehlen, abonniere meinen Kanal, okay? Du wirst immer aktuelle Infos jetzt ab sofort zu Bilderall bekommen. Ganz speziell jetzt Bilderall 4.0, weil da ist wirklich immens viel passiert. Und ja, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, das war's. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder, beziehungsweise in unserem nächsten Video. Funnels jetzt auf Deutsch, das meinte die liebe Steff. Jawohl, so ist es. Ja. Den kompletten Funnel Club, ja, wir haben jetzt hier natürlich englische Vorlagen und hin und her. Ja, da ist viel, viel Arbeit, das Ganze zu übersetzen, was ich nebenbei für die Community mache. Aber diese Funnels werden alle auf Deutsch vorhanden sein. Bedeutet, keine Sorge, wenn du jetzt glaubst, hier irgendwie Englisch oder so, überhaupt keine Sorge, wird alles auf Deutsch für dich fertig sein. In diesem Sinne, hat mich gefreut, war mir ein außerordentliches Volksfest. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sage Tschö mit Ö. Lasst es euch gut gehen. Fragen in die Kommentare. Ciao.